Hallo liebe Krebse, herzlich willkommen zu einer kleinen Reihe von Liebeslegungen für die Sternzeichen und wir schauen mal wieder hinein in die Liebe, nehmen einen Blick, schaut natürlich, wie ihr in Resonanz geht, schaut gerne auch euer Mond, Venus und Aszendentzeichen an, vielleicht ergeben sich da auch noch Ergänzungen und ansonsten seid natürlich auch sehr herzlich eingeladen zu den persönlichen Legungen, die gibt es momentan im Rabatt. Schaut mal in die Infobox, meldet euch sehr gern, lasst euch auch gerne einen Tipp geben, vielleicht welche Legung am ratsamsten ist für eure Situation, eure Fragen. Ja, und ansonsten schauen wir jetzt hier mal schnell hinein. Was ist denn gerade der Stand der Dinge? Okay, bin gespannt. Das ist so die Herausforderung, das was zu beachten sein wird noch. Ja, und das ist die Unterstützung. An die Unterseite schauen wir dann auch noch die Tendenz. Ja, schauen wir doch mal, was liegt denn hier auf dem Kopf? Die Gerechtigkeit. Ja. Zum einen ja, kann das schon auch anzeigen, dass ihr gerade so ein bisschen unentschlossen seid, ne? Oder ja, der faire Ausgleich da noch ein Stück weit aussteht, entweder im vorhandenen Miteinander oder dass ihr überhaupt jemanden begegnet sozusagen. Ne? Ja, ihr seid hier sozusagen noch nicht in Ernte gekommen für ein überhaupt für ein Miteinander, ne? Dass er jemandem begegnet, dass er ja mit jemandem auch ganz entschieden, entschlossen unterwegs seid oder von jemandem euch getrennt habt sozusagen. Das ist auch noch nicht passiert oder dass es hier ja vielleicht auch noch keine wirklich gute Balance im Miteinander gibt. Ne? Denn auf dem Kopf stehend zeigt die Justice natürlich die Ungerechtigkeit, die Unfairness, ja, die Unausgewogenheit zumindest auch an. Ja, ja, vielleicht auch, dass da eben gewisse gerichtliche Prozesse noch nicht zu Ende gekommen sind, noch keine klare Entschiedenheit und Entschlossenheit zueinander da ist, ja. Ja, dass ihr vielleicht auch überhaupt noch nicht jemanden kennengelernt habt, ne? Hier noch kein fairer Ausgleich sozusagen stattgefunden hat. Ja, aber na, vielleicht kommt das jetzt auch gerade zu Ende. Ja. Wenn eine Karte auf den Kopf liegt, dann zeigt das natürlich auch, dass etwas zu Ende kommt. Ja, ja, Herausforderungen, die 10 der Münzen. Ja, die Stabilität im Miteinander, die Ausgewogenheit. Ne? Die Balance im Miteinander, die gegenseitige Wertschätzung, ja, das könnte hier eben auch etwas sehr Wichtiges sein, was noch nicht eingetreten ist, wie es aussieht, wo, ja, von beiden Seiten, sage ich jetzt aber mal, ne, dann auch Wertschätzung und noch mehr Vertrauen und vielleicht auch noch mehr Verbindlichkeit zueinander einkehren darf. Ne? Ja, vielleicht auch gilt es hier, das Glück im Miteinander anzunehmen. Ja? Vielleicht auch Familie zu gründen. Stabilität, Verlässlichkeit im Miteinander. Ja, auch klar und deutlich auszusprechen, dingfest zu machen. Ja, die Münzen sind etwas ganz Reales. Ne? Und sie sind eine ausgewogene Karte. Ne? Mit der 10 haben wir eine gerade Zahl. Ja, da ist etwas dann in Balance, auch wenn es hier unterschiedlich verteilt ist. Ne?
Ja, vielleicht ist das ein kleiner Hinweis auch auf das, was hier so die Herausforderung ist für die Stabilität im Miteinander. Na, dass jeder zum einen, ne, in Selbstwertschätzung ist, aber auch Ge Wertschätzung dem anderen gegenüber, das Gemeinsame hütet, dass ein gegenseitiges Geben und Nehmen wirklich auch stattfindet. Ne? So eine gewisse Lockerheit, aber gleichzeitig auch einkehrt, ne? Kein krampfhaftes Festhalten, auch keine ja, Knausrigkeit, ne? Sondern wirklich ja, die 10 Münzen wirklich in einen Topf geworfen werden, sage ich jetzt mal, vielleicht auch tatsächlich zusammengezogen wird oder ne, gemeinsames Konto oder was auch immer. Obwohl gemeinsames Konto, dazu rate ich jetzt ungern, aber macht, wie ihr das denkt, ja, wie ihr das für richtig haltet, empfindet. Na, aber dieses gemeinsame Gründen und Wachsen und in gemeinsame Fülle und Üppigkeit und Glücklichkeit kommen, in Stabilität auch langfristig, könnte hier sehr wichtig sein, ne? Nochmal zu beachten und herausfordernd sein. Ja, vielleicht spielen die Verteilung des Verdienstes auch eine Rolle. Ne? Auch das kann hier eine Herausforderung sein, dass irgendwas noch nicht so ganz in Balance ist. Ne? Aber das hat dann vielleicht so ein Stück weit auch mit Selbstwertthemen zu tun. Ne? Und ja, vielleicht sich auch gegenseitig die Wertschätzung über das Finanzielle hinausreichend natürlich einfach auch immer wieder zu zeigen. Ne? Unterstützend. Die 3 der Schwerter. Ne? Und die 3 der Schwerter, die stehen jetzt nicht etwa nur für Liebeskummer, Herzenskummer, sondern das Weise werden im Herzen, ne? Für das Erkennen, was einen denn selber auch immer wieder anpiekst und triggert. Ja, hier wirst du unterstützt, mal zu schauen. Hat das, was bei dir ankommt, wirklich etwas mit dem zu tun, was der andere gesagt hat, ne? Oder nicht vielmehr mit dir selbst? Warum hörst und verstehst du etwas in einer bestimmten Art und Weise? Sind das vielleicht einfach auch, halt auch Triggerpunkte, ne? Die du von anderswoher kennst, ne? Vielleicht auch aus deiner Familie, familiären Prägungen, aus früheren Beziehungen. Aus persönlichen Erfahrungen, ne? Ja, Selbstwertthemen können ja sehr eine Rolle spielen, ne? Es ist die unterstützende Energie, der Tipp. Ja, hier nochmal auf dich selber auch sehr zu schauen, ne? Jeder hat seinen Beitrag. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas nur an dir hängt. Ne? Ob etwas in Ernte kommt und hier in Fülle und Glücklichkeit und sonst was. Ne? Aber gerade auch im vorhandenen Miteinander, ja, da hat jeder eben so seinen Part dazu beizutragen, ne? Und anzuschauen, ne? Was am Wodurch kannst du es selber eben auch mit ermöglichen, ne? Dass die gegenseitige Wertschätzung eintritt überhaupt oder ne, sich überhaupt etwas in stabile Beziehungen entwickelt, überhaupt Beziehungen möglich ist, ja.
Vielleicht darfst du hier auch erstmal selber für dich gut sorgen, ne? Dass du ja einfach auch ein Stück weit Zeit für dich nimmst und heilst und dir im Herzen klar warst, ne? Was du möchtest, was du ja, wie du dir Liebe wünschst, ne? Oder eben auch in einem konkreten Miteinander die Liebe wünscht, ne? Ja, und es könnte ja auch sein, dass dir so ein bisschen Liebeskummer geschickt wird, ne? Damit du hier selber auch deine Ernte mit befördern darfst, ne? Du darfst selber daran mitwirken, hier in große Fülle und Glücklichkeit und ja, Beziehung, Gemeinschaft, ja, auch finanzielles oder materielles Wohlergehen zu kommen, ja. Du hast die Möglichkeit und so wie du das entweder, ne, kannst du schauen, was kannst du anders machen, besser machen, oder ja, wo darfst du vielleicht auch zufriedener mit dir selber werden, ja. Und gar nicht so sehr das stark machen und gewichten, dass vielleicht auch unterschiedliche Einkommen da sind, ja. Zum Beispiel, ne? Oder dass das nur etwas mit dir zu tun hat, ne? Dass hier keine Balance im Miteinander besteht. Nein, natürlich nicht, ne? Aber ne, wenn du dir Liebe wünschst, dann ja, lass dich so ein Stück weit auch dazu herausfordern, durchaus und anpieksen, ja? Wieder auch mehr rauszukommen aus dir, ne? In Entwicklung dazu kommen und vielleicht Selbstzweifel, Ängste, Sorgen mal beiseite zu legen, ja. Das im Fokus zu haben, ja. Nicht das. Was willst du? Willst du weiterhin das? Ja, das ist jetzt hier so die Unterstützung, die zu dir kommt, ne? Die Frage, willst du weiterhin das? Herzschmerz, Kummer, ne? Oder ja, möchtest du jetzt hier weise werden im Herzen und deinen Fokus einfach auch lieber auf das ausrichten, wenn du das haben möchtest, ja? Entsprechendes wirst du dann ernten. Aber ne, manches kann vielleicht jetzt auch noch nicht zu dir kommen, weil du hier erst einmal für dich um dich selber kümmern darfst, ne? Auf dich selber achten darfst, dich selber wertschätzen darfst, ja? So ein Stück weit auch heilen darfst, vielleicht auch von unfairen Erlebnissen. Geht's hin? Was ist die Tendenz? Die vier der Schwerter, ja, guck mal. Das ist wundervoll. Hier passiert der Fortschritt, ne? Hier geschieht die Heilung, hier geschieht die Stabilisierung, hier ja, geschieht die Entschiedenheit und das Vorankommen. Ja, toll. Ja, und im Miteinander, falls darf es vielleicht auch mal so sein, dass ihr euch ein bisschen entweder in Ruhe zusammen zurückzieht und ja, miteinander kommuniziert, ne? Und etwas besprecht, ja, vielleicht auch ne, gemeinsam nach Entscheidungen sucht oder dass sich jeder auch mal ein bisschen zurückzieht oder du dich zumindest ja auch ein Stück weit rausnimmst, zurücknimmst, ja, ja, um für dich klarer auch zu werden. Ja, und falls du jetzt noch nicht in einem Miteinander unterwegs bist, ne, dass du dann einfach auch klar und entschieden und geheilt auch vorangehen kannst, auch dafür nimm dir natürlich für dich selber Zeit. Ne. Stresse dich jetzt nicht damit, auch wenn dir das Wunschtraum ein Ziel ist, aber ja, je mehr du dich oder auch das im Miteinander stresst, ja, dann umso mehr hast du einfach auch Kummer, ne? Weil du ja hier dich einfach auch mit eigenen Erwartungen
auseinandersetzt oder ja vielleicht auch mit den Erwartungen anderer, dass jetzt hier etwas eine bestimmte Form annehmen muss, auseinandersetzt, die gar nicht dir entsprechen. Ja, da darf hier auch erstmal eigene Klarheit einkehren. Ja, schauen wir mal, was sagen die Engel der Liebe noch mit. Ach, guck mal, Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Ja, denn die Münzen stehen schon auch für den Lebensgenuss. Ja, du ziehst es an, worauf du dich fokussierst, ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du deine Aufmerksamkeit darauf hast, ne? Von daher kommt hier unterstützend der Tipp, ob du das jetzt wirklich länger anschauen möchtest oder wenn dir das wichtig ist, dass du nicht deine Energie einfach auch lieber dahin lenkst, tatsächlich. Ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit, wie gesagt, je nachdem, worauf du dich fokussierst. Ne? Das darf für dich selber hier erstmal noch auch klarer werden. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Sie ist einfach auch so klar und deutlich wie möglich vor dir. Ne? Nimm dir da einfach auch mal Zeit. Ja, geh vielleicht so ein Stück weit in Meditation, eben in Rückzug. Ne? Werde dir klar und deutlich, ne? Wo es entweder in einem Miteinander auch so ein bisschen hängt. Ne? Was du selber dazu beitragen kannst, um etwas, ne, die große Fülle hier in den Jackpot zu bringen, oder wo du dir überhaupt selber auch klar wirst, wie es für dich in der Liebe weitergehen darf. Ne? Ja, ich wünsche dir alles Liebe dafür. Wenn du Unterstützung möchtest, für dich persönlich intensiver noch hineinschauen lassen möchtest, dann schau mal über die Angebote in der Infobox, die gerade rabattiert sind, was du da vielleicht für dich selber auch nochmal in Anspruch nehmen und dir Gutes und Klärung geben lassen darfst. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn natürlich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Und bis dahin alles Liebe. Eure Tara von Tarot Rainbow.